ist Dr. Hagen Freimann. Ich bin als Facharzt für Urologie und Andrologie tätig. Bin hier in der KMG Klinik Silbermühle zuständig für die Rehabilitanten im urologischen Bereich. Als Facharzt für Urologie ist es mein Schwerpunkt, gerade die Patienten hier zu beurteilen und ihnen Behandlungsempfehlungen zu geben, die urologische Erkrankungen haben. Sei es Krebserkrankungen, also Patienten, die vorher häufig mit Blasenkrebs oder Prostatakrebs behandelt wurden. Und bei denen wir jetzt mal schauen, wie wir denen noch etwas helfen können, frisch nach ihrer Behandlung. Also viele der Erkrankungen, die im Blasen-Prostata-Bereich sich befinden, führen nicht nur durch die Erkrankung, die diese Probleme auch auslöst, sondern auch durch die Therapie zu vermehrten Einschränkungen im Bereich der Potenz. Man muss ein bisschen natürlich auch gucken, gab es auch davor schon mal Probleme, wie ist es hinterher, man muss es alles im Zusammenhang sehen. Viele dieser Erkrankungen führen zu schweren Einschränkungen der Erektionsfähigkeit. Man muss dem Patienten aber auch mal sagen, dass hier durchaus eine Heilung, eine Selbstheilung erfolgt, die aber ihre Zeit benötigt. Bis zu ein, maximal zwei Jahren kann eine Verbesserung erfolgen. Wir wissen aber, dass wir heutzutage relativ frühzeitig Behandlungen einleiten können und auch müssen, um den Behandlungserfolg zu sichern. Das heißt, dass ein Patient, der rechtzeitig mit einer medikamentösen Behandlung beginnt, seiner Potenzstörung, er einen wesentlich besseren Verlauf hat und zu einer wesentlich schnelleren, besseren Selbstheilung führt. Seit der Einführung der neuen Medikamente Mitte der 90er Jahre haben wir eine wesentlich einfache Behandlungsform. Aber es gibt durchaus Patienten, die nicht auf eine rein medikamentöse Tabletteneinnahme reagieren. Zum Beispiel haben wir dann die Möglichkeit, Substanzen direkt am Penis anzuwenden. In Salbenform, als Gel, vielleicht sogar als Injektion, das ist dann schon sehr speziell. Und für die Patienten, wo das nicht in Frage kommt, gibt es die Möglichkeit, mal mit einer Vakuumpumpe zu testen, ob wir hierdurch eine ausreichende Erektion erzeugen können. Vakuumpumpen sind sicher von Anwendung etwas mühselig, aber sie haben praktisch keine Risiken. Und sie funktionieren ganz gut. In ganz schweren, sehr seltenen Fällen würde man einem Patienten raten, vielleicht eine Prothese sich einsetzen zu lassen, aber das ist eigentlich nur für schwere Patienten, schwere Vorerkrankungen notwendig, in der Regel heutzutage sehr selten. Also wir wissen heutzutage, dass die Erfolgsaussichten der medikamentösen Therapie doch so sind, dass 50% der Patienten gut ansprechen im Laufe der Zeit. Bei den Patienten, wo das nicht funktioniert, kann man auch ganz gut noch die Kombination einer Vakuumpumpe mit Medikamenten machen. Da muss man mal gucken, gibt es vielleicht noch andere Erkrankungen, sei es Durchblutungsstörungen, sei es Hormonstörungen, die das Ganze aussehen. Vielleicht muss man diese Begleitkrankheiten mitbehandeln. Oder sie bekommen zu starke andere Medikamente, zum Beispiel zu starke blutdrucksenkende Medikamente wie Beta-Blocker. Die können dazu führen, dass die Erektionsfähigkeit eingeschränkt ist. Hier ist es auch häufig sinnvoll, die Begleitbehandlung der Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fachdisziplinen mal zu konsultieren, zu fragen, können wir vielleicht die Begleitmedikation etwas reduzieren, um hiermit ein besseres Ansprechen auf die Medikamente zu machen. Aber für all diese Patienten, wo das Ansprechen nicht ausreichend ist, bestehen die Möglichkeiten der weiteren Maßnahmen im medikamentösen Anwendungsbereich am Zielorganpenis selber. Ansonsten die operativen Verfahren, die aber, ich denke, das sind keine 10% für die Patienten, dass so etwas sinnvoll wäre. Manche der Patienten kommen zu uns und wünschen eine medikamentöse Therapie. Die wir werden auch nichts dagegen spricht anwenden, aber wir müssen auch die Erwartung bremsen. Auf der anderen Seite erzielen wir durchaus Erfolge, dass Patienten durch die Einnahme moderner Medikamente zur Verbesserung der erektilen Dysfunktion einen hohen Erfolg haben. Und sie mir häufig sagen, es war gut, mit den Medikamenten bekomme ich wieder einen fantastischen Geschlechtsverkehr, ohne traue ich mich aber nicht. Aber häufig ist es so, dass es ganz wichtig für uns ist, dass ich das Medikament im Nachtschränkchen liegen habe, dann brauche ich es gar nicht, aber für den Fall der Fälle habe ich es da. Also, dass ich gerne den Patienten dieses Medikament auch weiterhin empfehle, als für eine gewisse Sicherheit. Ganz entscheidend ist eben, dass man während der Rehabilitation auch die Möglichkeit hat, mit dem Patienten ein aufklärendes Gespräch zu führen. Vieles ist auch dadurch verursacht an Einschränkungen der Sexualität, dass die Patienten mit falschen Erwartungen kommen. Dass man ihnen noch nicht gesagt hat, es dauert seine Zeit. Die Selbstheilungskräfte des Körpers benötigen Monate. Auch falsche Erwartungen muss man vielleicht etwas beruhigen. Manchmal hat auch ein aufklärendes Gespräch und vielleicht Beratung einen hohen Einfluss, hier das Ansprechen der Patienten auf dieses Krankheitsbild zu verbessern und vielleicht auch falsche Erwartungen etwas zu bremsen.